Doch, da sind wir schon wieder. Ich musste gerade ein kurzes Päuschen machen wegen einem Upload. Ah, die Leute wollen ja weiter mit Footage versorgt werden. Was wollten wir denn jetzt machen? Ich glaube, wir hatten gesagt... Bärenfell wollte ich mir craften, ne? Ein Bärenfell wollten wir uns craften. Da wissen wir ja auch, wo wir eins herbekommen. Ich hoffe, dass er da ist. Das Grab kann ich zwar noch nicht lösen, weil uns dafür noch die Taucherausrüstung fehlt. Oh, wo ging's denn jetzt? Sieht alles so anders aus. Was ist denn? War ich da oben schon mal? Ah ja, egal, wir gehen jetzt erstmal. Doch, waren wir. Ich nehme es mit jedem Bären auf. Werde die ihn auseinandernehmen, wenn er da ist. Voraussetzung. So, wo ging es denn rüber? Hier, ne? Ist Bärchen da? Nein! Was? Ernsthaft? Oh, Bärchen ist nicht da. Wieso ist Bärchen denn nicht da? Und hier kommen wir ja nicht weiter, ne? Hier fehlt uns ja die... Atemgerät, ja. Bärchen, die Missgeburt ist nicht da. Scheiß die Wand an. Na super. Okay, Bärchen ist nicht hier. Hier waren Wildschweine. Da sollte es aber eigentlich noch einen Bär geben. Also, schauen wir mal. Vielleicht finden wir dort ja noch einen. Entschuldigung. Fuck you, Spiel. Ich will meinen Bären. So, jetzt sind wir so gut ausgerüstet. Haben alles. Anpfeile, Explosionspfeile, Giftpfeile, dass wir den Bären richtig gegeben hätten. So, in your face, achso, falsche Taste. In your face. Nee, da ist ein Wandgemälde. Hä? Noch eine Höhle. Hier komme ich noch nicht rein. Hier ist noch ein Münzversteck. Ach komm, dem... Mann, das Spiel ist doch gemein. Ich gehe jetzt erstmal hier hin. Wenn ich den Weg finde. Ja, da. Und gucken wir mal gleich, ob Bärchen da ist. Eigentlich müssten wir jetzt hier gerade auslaufen. Und dann sollte hier eigentlich irgendwo Bärchen sein.
Ah, Holz ist voll. Tendenziell sogar hier oben. Berchi, bist du zu Hause? Voll. Kein Berchi da. Ach, Pflanzen sind auch voll. Jetzt sind wir hier. Was wollten wir hier oben? Das Münzversteck und die Monolithen wollten wir uns noch holen. Hier habe ich gerade Öl gehört. Aber erstmal holen wir uns den Monolithen und das Münzversteck. Hier ist der Monolith. Jetzt kann ich es lesen. Und es deutet irgendwo hin. Neue Münzverstecke entdeckt. Natürlich. Und das Münzversteck ist vom Kryptner eigentlich. Da ist es. So, die Frage ist jetzt. Entschuldigung. So, wir haben in der Akropolis haben wir noch ein paar Sachen, die wir holen können. Keine Herausforderung geschafft, 2 von 3 Truhen, Relikte 2 von 3, Dokumente fehlen uns auch noch 2 Überlebensverstecke und 2 Münzverstecke. Die Frage ist, jetzt machen wir hier erst weiter. Wird noch einen Augenblick dauern. Hier oben können wir eh noch nicht hin. Bei dem wir kommen durch die Höhle. Syrien, 90%. Hä? Berggipfel? Sibirische Wildnis? In Syrien waren wir doch ganz am Anfang, oder nicht? Ach! Das waren die Räuchergefäße. Ja, ich erinnere mich. Das war das, wo wir das erste Mal auf Trinity gestoßen sind. Ach, Kacke. Und da gibt's natürlich keinen. Kein Reisepunkt. Shit. Oder? Ich glaube nicht. Nein, natürlich nicht. Cheat, cheat, cheat. Jo, wie machen wir jetzt weiter? Hier haben wir ja auch noch die Herausforderung. 3 Kaninchen haben wir, die Hälfte. Hier ist der Fluss. Hier wäre Bärchen gewesen, aber Bärchen ist ja nicht da. Das Bärchen ist auch nicht da. Hier haben wir noch ein Münzversteck und Wölfe. Hier oben komme ich wahrscheinlich immer noch nicht, es sei denn durch die Höhle. Ich versuch's. Was soll der Geiz? So, jetzt erst das untere Münzversteck. War ja voll.
Na, leider gibt es keine Abkürzung, wa? Öl haben wir auch voll. Doch, gibt es. Ah, die Wildschweine sind wieder da. Ja, ja, ich laufe hier nur durch. Ich laufe hier doch nur durch. Wenn man hier drüber rupsen kann. Und auf der Karte gucken kann, wo es ist. Also das Münzversteck. Okay, müssen wir noch ein Stück laufen. Hier müsste ich runterkommen. Da. Somit haben wir das auch. Und jetzt gucke ich, ob ich da hinten eventuell durch die Höhle durchkomme. Ich will hier nicht so lange bleiben, hier sind böse Wildkatzen. Puh. Ey, ich schwör's euch, wenn der Bär jetzt gleich auf einmal da ist, na, krieg ich einen Ausraster. Aber einen kompletten. Aber nein, er scheint nicht da zu sein. So, gehen wir jetzt zu dem Grab. Ah ne, ich gehe erst. Ist das Bärchen vielleicht hier drin? Jo. Oh lol. Und eine Errungenschaft freigeschalten. War das wirklich nötig? Ja, war's. Wo hat der denn gefressen, der Kollege? Na. Noch irgendwas Interessantes außer Pilze. Oh, schon wieder voll. Pfeile aufgefüllt. Sonst noch irgendwas? Nö. Errungenschaft freigeschaltet. War das wirklich nötig? Ja, natürlich war es das. Sonst hätten wir es nicht gemacht. Weil das eine Bärchen war ja jetzt nun mal nicht da. Und das zweite Bärchen musste jetzt leider schade dran glauben. Aber jetzt haben wir auch einen echt guten Weg gefunden, diese Mistviecher relativ fix platt zu machen. So, da war irgendwo. Bin ich schon dran vorbei. Wo waren denn? Hier soll ein Wandgemälde. Ah, hier ist ein Wandgemälde. Das ist ein Häschen. Da oben drauf. Jawohl. Ihr seid Jäger, jeder einzelne von euch, und ich bin stolz. Die letzte Lektion erfolgt heute. Eine Prüfung für alle Jäger.
Heute jagen wir das Einzige, was in diesem Tal noch größer und gemeiner ist als ich. Einen Bären. Wir jagen Bären nur, wenn sie alt und streitlustig werden und in unser Dorf kommen. Und jetzt haben wir so einen Bären. Ich bin ihm zu seiner Höhle gefolgt. Hab ihn durchs Tal streifen gesehen, auf der Jagd nach anderen Tieren. Wir werfen unsere Speere gleichzeitig. Wenn er sich aufrichtet, zielt ihr genau auf sein Herz. Ein Treffer zwischen die Rippen kann jede Bestie töten. Betet, dass es gelingt. Eine zweite Chance bekommt ihr nicht. Oh. Oi, oi, oi. Ich kann davon nichts sehen. Ach, das ist wieder so ein... Alles klar, ich verstehe. Mhm. Vielleicht kommen wir so ja da oben hin. Das hatte ich natürlich letztes Mal noch gar nicht gesehen, wo ich hier war. Jetzt machen wir nämlich den hier. Halten uns daran fest. Und kommen dann wahrscheinlich nicht darüber. Wir probieren's. Oh, nein! Ah, natürlich, wir haben ja den Haken. Jetzt kann man wahrscheinlich auch darüber, ne? Jawohl. Wo sind wir denn jetzt? Wir könnten da echt hinkommen. Geheimnis ent... Uiuiuiui. Da haben wir auf jeden Fall nochmal ein Geheimnis. Das müsste aber der Weg dann von oben rüber sein, nicht? Mhm. Jetzt natürlich die Sache, ob was passiert, wenn ich jetzt hier reinspringe. Okay. Geil. Ich bin in der Krypta. Yay, wir haben die Krypta. Und aufmachen bitte. Eins und zwei und drei. Yes. Ah, genau. In der passenden Größe für dich, Liebelein. Und wenn da unten Pilze sind, ist das nicht so tief. Was ist das heute dunkel? Rivka schloss sich dem Propheten an, weil ihr Ehemann, ein adeliger Russ, gläubig war. Als er auf der Reise nach Norden starb, blieb sie beim Propheten und suchte ihren Platz in der Gruppe. Als sie das Tal sah, wusste sie, dass sie ihre Aufgabe gefunden hatte. Sie träumte, wie Kitesh aussehen könnte. Sie arbeitete die Träume aus, um sie zu bauen. Dank Rivka ist Kitesh nicht nur schön, sondern lebenswert. Ikitesh. Da ist Öl, da kommt man auf jeden Fall runter. Oh, was ist das Duster, ey? Ich sehe überhaupt nichts. Da ist Erz. Da oben auch. Jede Menge Wasser. Die macht sich die Haare schön. Okay. Hier ist eine Kletterwand. Hoppa. Nee, runter. Hallo?